Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, wir sind noch im Haus von der Familie Nakano. Und, ja, wir sollen sie befragen, ne? Machen wir doch gleich mal. Mr. Nakano, hattest du Fragen zu meiner Tochter? Ja, so ein paar. Wieso ist deine Tochter wirklich verschwunden? Deine Frau sagt, sie wäre gegangen. Du behauptest, sie wäre entführt worden. Ich weiß, dass es Entführer waren. Kazumi ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Nicht wie ich und Ray. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen. In jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Tochter suchen, ist ihr Leben in Gefahr. Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, das sie reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Aber nichts. Ich dachte, dass sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat meine Tochter? Kannst du mir sonst noch was über Kazumi sagen? Jedes Detail könnte entscheidend sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich diese Welt ist. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr Großvater ihr beibringt, wie man diese Maschinen repariert. Ihr Großvater? Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann, ja. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kazumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu alt dafür wird. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Beeil dich. Die Ruinen im Süden. Die werden wir uns auch nochmal anschauen. Aber zunächst Ray. Mrs. Nakano. Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Erzähl mir von diesem Funkgerät, an dem deine Tochter gearbeitet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt Kazumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Wir sind hier draußen ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Ich würde gern mehr über Kazumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Nein, nichts, Verdammt. Detective. Ich möchte dich nicht ablenken. Erstmal nicht mehr. Na gut. Dann sollten wir uns das Funkgerät anschauen. Ist doch bestimmt hier oben irgendwo, oder? Ich musste zwischendurch auch Fallout 9 installieren. Das heißt, die Maus ist irgendwie gerade ein bisschen schwammig. Das nervt ein bisschen. Naja, ist egal. Funkgerät? Nein. Nein. Aber hier sieht es doch eigentlich fast richtig aus. Nee, hier nicht. Vielleicht doch unten? Vielleicht bin ich auch einfach doof. Das kann natürlich auch sein, ne? Oh, das ist hier drüben irgendwo. Was haben wir hier? Nichts Spannendes. Wo ist eigentlich Ada? Naja, sie taucht schon wieder auf. Bilderrahmen. Dieses liebvoll aufgestellte Bild eines Leuchtturms wirkt dir fast fehl am Platz. Du findest einen Rahmen, versteckten Schlüssel.
Bootshaus Sashes hinzugefügt. Danke, danke. Wir sind hier im Bootshaus. Und wo ist das Safe? Nehmen wir doch den hier. Notiz, Opas Notiz. Meine liebe Kazumi, solltest du den Safe nicht aufbekommen, findest du die Antwort hier im Bootshaus. Überlege, wo der Schlüssel sein könnte. Alles liebe Großvater. Die nehmen wir mal mit. Holoband, Kazumis letztes Holoband. Das hören wir uns gleich an. Denn hier ist sonst nichts mehr. Okay. Daten. Ist doch richtig, ne? Ne, Inventar. Diverses. Holotapes. Kazumi. Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber... mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synth sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen, an dem sie sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Das hört sich wunderbar an, aber... dann ging es um mich. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl. Als gehörte ich gar nicht hierher. Und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen. Mich mit diesen Zins treffen. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. Oje, oje. Far Harbor, das klingt so noch ein bisschen dem Addon, ne? Da werden wir natürlich auch hingehen, aber noch nicht jetzt. Können wir nochmal schnell hier mit den Typi reden und dann mal gucken. Sicht hier, was ist das? Ah ja. Wahrscheinlich kommen wir mit dem Boot dann dahin, ne? Wir werden es irgendwann herausfinden. Erstmal erzähl mal. Fertig mit deinen Nachforschungen? Jaja. Hast du was herausgefunden? Jaja. Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn! Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Sicher? Bist du sicher, dass sie ein Mensch ist? Ja, ich kenne meine Tochter und sie hat sich nicht verändert. Sie wurde nicht ausgetauscht. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden, wohin Kazumi gegangen ist? Ja. Ich glaube, Kazumi ist nach Norden gegangen. Weißt du, was da oben ist? Wo genau? Ich bin die Küste hochgefahren, fast bis dort, wo das Wasser gefriert. Aber das ist eine weite Strecke. Ich glaube, ich weiß, wohin Kazumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte, das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du musst sie finden. Bitte, nimm mein anderes Schiff da draußen. Hat mein Vater gebaut. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt. Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Far Harbor, als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Ich gehe der Sache auf den Grund, Kenji. Danke. Ich weiß, du hast keine Belohnung verlangt. Und wir haben auch nicht viel, aber nimm das. Bitte, ich bestehe darauf. Wenigstens für die Spesen. 300 Kronkorken, naja, naja.
Okay. Bericht der Brüderschaft von den Zündzuflucht machen wir. Das können wir wirklich machen. Nach Frau Haber fahren wir ein andermal. Wir haben erstmal auch hier genug zu tun. Wo haben wir denn jetzt die Quest? Sonstiges? Diese. Die machen wir aus. Und dann schauen wir mal, dass wir berichten. Ja, da oben. Xel wohl vor dem Krieg als universelles Dopingmittel entwickelt. Oh oh. Hast du welches davon gefunden? Ich glaube nicht, ne? Steigert vorübergehend die E des Special-Attribut. Wenn du zu viele Quests hast, wirf einen Blick auf die Questübersicht. Ja, das haben wir ja gemacht. Oh, hallo. Bist du auch mal wieder da? Ja, weitermachen. Bewegung, Soldat. Ja, ja. Wen soll ich denn berichten? Da unten. Hey. Ich muss eine Angelegenheit melden. Fahr fort. Weißt du irgendwas über eine Stadt im Norden namens Far Harbor? Nördlich vom Commonwealth? Nein, Einsätze hatten wir nur in diesem Gebiet. Warum? Es gibt Gerüchte über eine Art Zuflucht für abtrünnige Synths im Norden. Es reicht nicht, dass wir sie hier ausrotten müssen? Jetzt tauchen sie auch noch anderswo auf? Wir brauchen eine Bestätigung, keine Gerüchte oder sowas. Kann ich darauf vertrauen, dass du dem nachgehst und mir alles direkt meldest? Wie sollte ich am besten vorgehen? Geh diesen Gerüchten nach. Auch im Norden, falls nötig. Bring mir was Handfestes, dann wird sich die Bruderschaft darum kümmern. Alles klar. Ich habe zwar ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Naja, was soll's. Gut, machen wir mal weiter. Ich bin den Chef der Wachen. Ja, ja. Wir anschlagen kann er Wort mehr, ne? Machen wir das. So, Volt 88. Positionskorrektur wird aufrechterhalten. Lass mich raus. Lass mich raus. Jetzt? Jetzt? Oder auch nicht. Vielleicht bald mal. Danke. So, wo müssen wir hin? Wo ist denn Volt 88? Da, ganz unten. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht? Haben wir nicht? Oh Mann. Und da möchte ich nicht hin. Da war es zu böse. Na gut, in dem Fall. Gehen wir hier hin und folgen der Hauptstraße nach unten. Können wir auch gleich hier die drei Punkte mal angucken. Sämtliche. Dein Stimpack kann man gefallen. Ja, ja, ihr wisst das doch schon alles. Waren diese drei anderen Punkte auch Quests? Da muss ich nochmal nachschauen. Es gibt drei Synth-Modelle. Das wusste ich noch nicht. Skelettartigen Gen 1 Modell bis hin zum hochentwickelten Gen 3. Hier, der Valentine ist doch dann bestimmt irgendwo inzwischen 2 und 3, oder nicht? Der Kryolator ist ein mächtiges Prototypgewehr, das Gegner vollständig einfrieren kann. Da fällt mir ein, in unserer Vault war auch noch irgendwas Schönes. Das müssen wir auch bald tun. Erinnert mich mal bitte dran, das vergesse ich doch eh wieder.
So, wir müssen da lang. Huch, was bist du? Ich hab grad für Adder gehalten. Da wird wieder rumgeballert, aber wir ignorieren es mal. Hey. Ein Notfrequenz. Moment. Es gibt nichts Schöneres als ein wenig Erholung auf Ankunft. Bei der Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Da kämpfen Plünderer und Roboter. Das nutzen. Naja, ich glaube, das haben wir schon mal gehört. Was bist du da oben? Ein Protektron, okay. Hier kommen wir leider nicht weiter. Also dann, explodieren wir schon. So, jetzt zu dir. Jetzt zu dir, mein Freund. Boah, Trefferquote 35. So, wo ist er hin? Da hinten. Bams. So, wie komme ich hier am besten runter? Ganzen Weg zurück, ne? Ich da rüber springen? Oh. Autsch. In dem Fall Stimpak, danke. Mal looten, was wir hier gerade erschossen haben, ne? Ganz traurig dem Frieden hier noch nicht. Was ist das? Achso. Vier Kronkorken, Munition. Natürlich. Hier lag auch noch einer. Oh, sogar mehrere. Munition. Munition. Eine Granate, ui. So, wo ist denn der Roboterkollege hin? Der eine liegt da oben und der andere. Da haben wir geschossen, der müsste genau da liegen. Fusionszellenpatronen.